Ja, herzlich willkommen zum Finanzenet-Webinar am Mittwochabend. Ich freue mich, dass wieder so viele mit dabei sind heute. Wir haben eine sehr, ja, sehr gute Zuschauerzahl heute zu diesem Webinar mit Jewgeni Ponomarev, den Sie vermutlich schon kennen, denn er ist nicht das erste Mal bei uns zu Gast. Und so viel kann ich auch schon vorwegschicken für die, die noch nicht dabei waren. Er ist einer der Experten, bei denen wir ja regelmäßig ein ausgesprochen positives Feedback kriegen. Deswegen haben wir ihn gerne auch wieder eingeladen heute Abend. Und er müsste uns nun auch zugeschaltet sein aus Düsseldorf. Hallo, Jewgeni. Volker, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für sozusagen die Lorbeeren im Vorhinein. Lass mir diesmal auch die Zuhörer entscheiden, wie das Webinar nun gelaufen ist. Ja. Ja, schön, dass du dabei bist. Die Erwartungen sind auf jeden Ja, Fall sehr, sehr hoch. gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wir sind auch mittlerweile beim Du angekommen. Wir haben schon das ein oder andere Webinar gemeinsam durchgeführt. So ist es. Jewgeni, Thema Trendaktien. Wir Ja. wollen heute der Frage nachgehen, wie Anleger den Markt nach Trends filtern können. Ihr habt ja So bei HSBC da einige interessante Tools, die ihr den Anlegern zur Verfügung stellt, ja, klar. und wollen auch der Frage nachgehen, wie Anleger Trends dann in der Praxis einsetzen können und Trendverläufe hebeln können. Genau so ist es. Vorweg zum DAX, weil diese Fragen kommen bei uns ja regelmäßig. Wie geht es weiter beim DAX? Die kennst du wahrscheinlich auch. Und natürlich, beim DAX haben wir ja derzeit wahrlich keinen Trend vorliegen. Wir bewegen uns seit Monaten in einer doch eher recht engen Range zwischen irgendwo 10.200 und 10.800 Punkten. Wie Genauso. siehst du diese Entwicklung beim DAX? Gerade wenn man sieht, wie die US-Indizes ja täglich zu neuen Höhen stürmen, Ja, blutet einem als Anleger ja hierzulande das Herz. genau, so ist es. Ja, wenn man über den großen Teich sieht und schaut, einen Blick nach Amerika wagt, haben sowohl der Dow als auch der S&P 500 neue Allzeithochs ja, dieses Jahr gezeigt. Hierzulande ist es alles noch ein bisschen schwierig. Wir haben einen Zickzackkurs oder sehen einen Zickzackkurs in den letzten Monaten beim DAX, den wir schon so lange nicht erlebt haben. Du hast ja auch die Range schon angesprochen, 10.200 Punkte, 10.800 Punkte auf der Oberseite. Aus der technischen Sicht, ich arbeite auch eng mit Jörg Schiller zusammen, ist es davon auszugehen, falls wir die 10.800 Punkte nachhaltig, und hier ist das richtige Wort, nachhaltig nach oben hin durchbrechen, sind Notierungen von über 11.000 Punkten, 11.500 Punkten durchaus denkbar. Ein neues Allzeithoch werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen, ja. Und nach unten hin sollten die Bären das Ruder sozusagen in die Hand nehmen und die 10,2 nach unten hin durchbrechen, sind auch Notierungen von 9,2 denkbar. Wie ist es nun im Hinblick auf die Zukunft zu sehen? Es ist ein starker Kampf zwischen diesen beiden Parteien, Bullen und Bären, und dieser Kampf wird sehr, sehr gut durch die Bandbreite der Bollinger Bänder derzeit beschrieben, denn die Differenz zwischen diesen ist auf einem 10-Jahrestief, sage und schreibe 10-Jahrestief. Und wie ist das zu verstehen? Wenn die Bollinger Bänder sich stark zusammenziehen, dann erwartet man in der Zukunft starke Bewegungen von dem entsprechenden Basiswert. Nun, der große Kasus Knactus ist an dieser Stelle, man weiß nicht, in welche Richtung die Bewegung geht. Aber das ist sozusagen, wie kann man das ein bisschen bildhaft beschreiben? Das ist die zusammengezogene Feder und irgendwann springt die auf, man weiß aber noch nicht nach unten oder nach oben. Und ich habe mir die Situation am Freitag letzte Woche beziehungsweise Montag diese Woche nochmal ganz genau angeschaut, und obwohl sich der MACD im Monatschart so ein bisschen sich seinem Trigger angenähert hat, ist es trotzdem noch sehr, sehr fraglich, ob wir wirklich ausbrechen werden. Aber es ist davon auszugehen, dass der Zickzackkurs in den kommenden Tagen oder durchaus sein Ende nehmen sollte. Es sei denn, die Bollinger Bänder haben hier ein Fehlsignal gezeigt, das ist auch noch zu prüfen. Aber der Zickzackkurs macht uns alle wahnsinnig, das ist richtig. Ja,
Es ist auch schwierig. Ich habe mich mit dem einen oder entschuldige, mit dem einen oder anderen hauptberuflichen Trader unterhalten. Ich bin ja viel in der Republik unterwegs und man muss fairerweise sagen, die haben momentan ihre Position im Cash. Ne? Keiner ist momentan investiert, weil dieser Zickzackkurs macht das Traden auch wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Ja? Also zumindest beim DAX oder bei den 30 DAX-Aktien. Ja? Also viele Trader halten jetzt viel Cash vor. Ne? Okay, wir sind auch schon gespannt auf, ich vermute, dass wir zu Jahresbeginn oder vielleicht auch zu Jahresende wieder ein Webinar mit Jörg Scherer, du hast es eben schon angesprochen, Ja, durchführen können. ja, Jörg Scherer ist der Leiter technische Analyse bei HSBC und ist immer sehr beliebt bei uns und war beim letzten Mal auch sehr treffsicher. Insofern würden wir uns freuen, wenn der Jörg da auch wieder für ein Webinar bei uns zur Verfügung stehen würde. Ich habe auch noch eine Frage an unsere Zuschauer vorbereitet, denn das ist ja ein interaktives Format. Wir wollen natürlich auch, dass Sie irgendwo mitmachen. Deswegen auch nochmal die Frage an Sie. Was glauben Sie, wo steht der DAX am Ende des Jahres? Ich werde hierzu jetzt eine Umfrage einblenden. Die müsste auch gleich bei Ihnen erscheinen. Ja, Und ich sehe die Sie. schon, ich sehe die schon, ja. Okay, dann stimmen Sie bitte ab. Ich lasse die Umfrage ein paar Sekunden offen. Und dann Okay, gucken wir super. uns gemeinsam das Ergebnis an. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr Ja, ich gespannt. Ja, auch. hier ist erstmal zu hinterfragen, gehen wir mit der Masse, schwimmen wir mit dem Strom oder gegen die Masse? Ja, da mal gucken, was das Ergebnis mit sich bringt. Okay, dann Im werde Übrigen, ich sehr die geehrte Damen Umfrage. und Herren, derartige Umfragen gehören ja zu der Gruppe der Sentiment-Kennzahlen. Sentiment-Kennzahlen versuchen Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die Marktteilnehmer da draußen so ticken. Ja, es gibt verschiedene Sentiment-Kennzahlen wie die Put-Call-Ratio, die veröffentlichen wir auch bei uns auf der Internetseite. Das heißt, Sie sehen den Anteil der Produkte, die auf steigende DAX-Kurse gehandelt worden sind und auf fallende DAX-Kurse. Zum Beispiel, wir haben so ein Dorton-Diagramm und wenn da zum Beispiel 80 bei Long und 20 bei Short steht, bedeutet dass über den Tag hinweg 80% aller Produkte auf steigende Kurse beim DAX gekauft worden sind und 20% auf fallende Kurse. Und durch die Bezugnahme solcher Sentimentkennzahlen, zu denen auch die Umfragen gehören, können Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie ticken die anderen Marktteilnehmer da draußen. Ist ja wichtig, eine eigene Markterwartung zu haben, aber geht die einher mit der Markterwartung der anderen oder schwimme ich sozusagen gegen den Strom? Deswegen bin ich jetzt hier sehr gespannt, wie die Umfrage aussehen wird. Ja, die habe ich auch mittlerweile schon eingeblendet, müsste bei Ja. allen zu sehen sein. Und ja, wir sehen eigentlich ein sehr ausgewogenes Bild. Im Großteil Ist ja geht schon wie davon die aus, Normalverteilung. dass sich hier nicht viel tun wird. 3% gehen von einem sehr kräftigen Anstieg noch über 11.500 Punkte aus. 4% glauben, dass es eher nach unten gehen wird. Also man sieht, viele Anleger sind derzeit unschlüssig, wie es weitergehen könnte. Ob die Weihnachtsrallye noch kommt, werden wir sehen. Blenden wir diese Umfrage wieder aus. Evgeny, du hast für uns wieder einen Vortrag vorbereitet. Jawohl. Für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, noch der Hinweis, stellen Sie uns gerne Ihre Fragen jetzt schon oder auch während des Webinars. Wir werden dann nochmal zum Ende des Webinars ein paar Fragen gemeinsam beantworten. Und ja, Evgeny, dann übergebe ich an dich. Super, jawohl. Sekunde, übergebe dir die Steuerung und dann kannst du direkt loslegen. So. Mein Bildschirm übertragen. Zack. So, jawohl, jetzt sieht man die Präsentation, die mache ich noch einen Tick größer. Jawohl, jetzt müsste man alle sehen. Ja, Volker, passt ist das gut zu sehen. alles? Kannst loslegen. Ja, wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch hier ganz förmlich aus Düsseldorf. Mein Name ist Evgeny Ponomarev und ich arbeite hier im Derivatehandel von HSBC in Düsseldorf. Und ich habe Ihnen heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, den HSBC Trend Kompass. Das ist ein, man kann durchaus sagen, noch neues Analysetool von uns, schon ein paar Monate alt. Und dieses Analysetool wurde von Jörg Scherer entwickelt. Und Jörg hat versucht, sozusagen die Elemente der technischen Analyse, und zwar nämlich die relative Stärke nach Levi und das Momentum auf Wochenbasis sozusagen in ein Tool zusammenzufassen und auf Grundlage dieser Elemente sozusagen herauszulesen, welche Aktien denn momentan in einem steigenden Trend oder in einem fallenden Trend sind. Gleichzeitig kann man auch erkennen, welche Aktien derzeit keine Trends aufzeigen. Und Sie wissen ja, wenn man denn selber irgendwie
aktiv an den Märkten sein möchte, muss man zwei zentrale Fragen beantworten. Die erste zentrale Frage, ganz klar, wo geht der Markt hin? Und die zweite zentrale Frage, wie kann ich meine eigene Markterwartung am besten auf den Markt ummünzen? Heute werden wir uns mit der ersten Frage auseinandersetzen. Also wir versuchen, das Tool in den Nähe zu bringen, das erlaubt, eine Markterwartung zu bilden, auf Grundlage von objektiven Kriterien der technischen Analyse. Ja? Ob Sie an die technische Analyse glauben oder nicht, dazu später mehr. Wie sieht das Inhaltsverzeichnis aus? Ja gut, es orientiert sich an dem Hauptthema, ja, Trendbestimmung, Trenddefinition. Was heißt überhaupt Trend? Das ist ja auch nochmal zu klären, welche Trendarten gibt es, was ist die relative Stärke nach Levy, was ist das Momentum und wie ist die Kombination aus diesen zwei Tools zu verstehen? Macht es überhaupt Sinn? Denn der eine oder andere von Ihnen mag mich aus meinen Webinaren kennen. Sie wissen ja, ich bin sehr kritisch, was Analysemethoden geht. Ich bin selber auch privat ein bisschen natürlich in den Märkten unterwegs, wie kann es denn auch anders sein? Und wenn ich meine eigenen Handelssysteme programmiere, hinterfrage ich schon, was die Marktexperten da draußen ja mit sich führen, mit sich bringen. Und ich versuche hinter die Kulissen zu schauen. Und diesen Einblick werde ich Ihnen heute selbstverständlich auch bei dem HSBC-Trend-Kompass gewährleisten, zeigen, damit Sie selber sich eine kritische Meinung über das Tool machen können. Ja? Und dann kommt das Fazit, also und dann sind wir auch schon durch. Zunächst einmal ganz, ganz einleitend Trends. Was sind Trends? Wo befinden wir uns? Was heißt überhaupt Trend? Ganz klassisch hat die Dow-Theorie, die ja wegweisend für die technische Analyse ist, drei Trends definiert. Zum einen den primären Trend hier als grüne Linie gekennzeichnet. Ich kann hier mal so einen Laserpointer auswählen, glaube ich, genau, und dann Ihnen das auch nochmal zeigen. Das ist sozusagen der grüne Trend. Der Primärtrend, der langfristig ist, der über Jahre hinweg an Bedeutung hat. Dann gibt es noch die sekundären Trends, die eher Monat- oder Halbjahrescharakter haben. Und dann gibt es die tertiären Trends, die in den Trends, in dem sekundären Trend selber aktiv sind. Wir mit dem HSBC-Trendkompass versuchen sekundäre Trends, weil wir uns auf Wochenbasis bewegen, zu identifizieren und entsprechend darauf unsere Handelsstrategie aufzubauen. Das ist wichtig zu wissen, denn wenn Sie sagen, ich bin Daytrader, dann ist der HSBC-Trendkompass nichts für Sie. Wenn Sie sagen, Sie fahren die Buy-and-Hold-Strategie, dann ist der HSBC-Trendkompass auch nichts für Sie. Ja? Das heißt, eher die mittelfristige Brille, die wir hier uns aufsetzen, ist gefragt. Und wenn Sie sagen, ich bin eher auch mittelfristig unterwegs und schaue nach den sekundären Trends, also wie man in der Dow-Theorie kennt, die Wellen, dann ist der HSBC-Trendkompass auf jeden Fall ganz spannend. Und die Frage ist, ob Sie an Trends glauben, ist auch zu stellen, denn wenn Sie sagen, dass die Märkte, die Aktien eher den sogenannten Random Walk verfolgen. Es gibt ja im Rahmen der Aktienkursprognose zwei Parteien, einmal die Trendfraktion, ja, und einmal die Random Walk-Fraktion, eher die Volkswirte und einmal die Techniker. Und je nachdem, wo Sie sich sehen, kann man sagen, man glaubt an die technische Analyse oder man glaubt nicht an die technische Analyse. Und was bedeutet das genau? Man kann sagen, dass oder wie ist die Trendannahme zu verstehen? Ja, der ganz berühmte Spruch haben Sie auch mit Sicherheit schon gehört. Trend is your friend. Ja, das heißt, ein einmal etablierter Trend scheint erstmal zu laufen. Ja, viele Daytrader oder zumindest hauptberufliche Trader sagen ja auch, man muss ein Trade laufen lassen, falls er denn läuft. Und damit meinen die nichts anderes als, wenn sich ein Trend etabliert hat, letztendlich sollte man erstmal den Trend vertrauen, ja. Dann Trendumkehr als Nebenkriegsschauplatz bedeutet, dass wir natürlich, der Trend ist ja natürlich nicht unbegrenzt oder unendlich. Irgendwann kommt die Trendumkehr und wir versuchen natürlich diesen Punkt, wo der Trend kippt, von einem Aufwärtstrend, das heißt die Kurse steigen, in einen Abwärtstrend, die Kurse fallen, letztendlich zu identifizieren. Es gibt noch seitwärts bewegende Märkte, das ist die dritte Trendrichtung. Und wie kann man letztendlich diese Trends und Trendwellen identifizieren? In der Praxis gibt es verschiedene Methoden, einmal die Trendlinien, die haben aber eher, man kann es durchaus kritisch sagen, subjektiven Charakter. Eine Trendlinie wird von einem, zum Beispiel bei steigenden Märkten, von einem Tiefpunkt zum anderen Tiefpunkt gezogen. Allerdings ist die Auswahl, die Tiefpunkte von Investor zu Investor
individuell und subjektiv, ja. Dann die Dow-Theorie, entsprechend auch mit den Wellen kann man auch kritisch hinterfragen. Die gleitenden Durchschnitte, also alle Kennzahlen, die im Rahmen der technischen Analyse berechnet werden, haben ja eher einen objektiven Charakter. Das heißt, eine Kennzahl wird nach bestimmten Kriterien definiert und berechnet. Da gibt es keinen großen Diskussionsbedarf. Deswegen hat Jörg Scherer entschieden, auch nur Kennzahlen im Rahmen des Trendkompass zu benutzen, um eine Objektivität in den Aussagen zu gewährleisten. Und gleitende Durchschnitte ist eine der ältesten und bekanntesten Methoden im Rahmen der technischen Analyse. Ich habe schon natürlich in meinen eigenen HSBC-Webinaren den einen oder anderen Backtest dazu live mit Ihnen gemacht oder live mit meinen HSBC-Webinar-Zuhörern gemacht und die Ergebnisse vorgestellt. Und heute widmen wir uns wieder der relativen Stärke nach Levy. Das heißt, dieser Kompass, Trendkompass versucht für Sie Trends zu identifizieren. Das macht Jörg Scherer auch in seinem eigenen Newsletter. Der schreibt jeden Morgen für Sie den HSBC Daily Trading. Das ist ein Newsletter, der zwischen 8 und 8:10 Uhr jeden Morgen an Sie oder an die, die sich in den Verteiler eingetragen haben, verschickt wird. Dort beschreibt er die Trends beim DAX und bei 2 bis 3 weiteren Werten und versucht so die Trends nicht nur mit den relativen Stärken nach Moment nach Levy und nach mit dem Momentum zu identifizieren, sondern mit allen mit der gesamten Bandbreite der Tools, die die technische Analyse mit sich bringt. Ja, das heißt, wenn Sie an die technische Analyse glauben, vielleicht können wir an dieser Stelle ja die Umfrage eine Umfrage einblenden. Volker, ich glaube, wir haben da auch was vorbereitet. Vielleicht können wir die auch ein bisschen länger stehen lassen, ob die heutigen Webinar-Zuhörer an die technische Analyse glauben oder ist das doch alles Kaffeesatzleserei? Es gibt tatsächlich ja viele, die eher kritisch dazu stehen, aber es gibt auch viele, die wirklich glauben, das ist der heilige Gral. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ja. Ja, die Umfrage habe ich bereits eingeblendet. Es wird auch schon kräftig abgestimmt, Evgeni. Ja. Wollen wir noch ein paar Sekunden offen lassen? Die Frage Ja, sehr, sehr lautet: gerne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nutzen Sie bei Ihren Trades auch die technische Analyse? A, ja, ist für mich sehr wichtig. B, durchaus, ich orientiere mich ein wenig daran. C, eher nein. Und D, nein, das ist doch für mich eher Esoterik. Ich glaube, jetzt hatten wir es lange genug offen und blenden auch gleich das Ergebnis ein. So, Evgeni, Warte, was ich meinst du muss dazu? so, ich muss das Ergebnis hier nochmal mir angucken. Warte, ich Kannst du sehen? nee, warte. Also, dann werde ich es einfach kommentieren. Es müsste Ja, eigentlich kommentier zu du mal, ja, sehen. genau. Genau, es müsste eigentlich zu sehen sein. Etwa ein Viertel, 27% sagt ja, technische Analyse ist Ja. für mich sehr wichtig. Warte, ich schreibe mit, 27%, ja, sagen ja, Genau, technische Analyse ist gut. 49%, also die Hälfte sagt durchaus, ich orientiere mich ein wenig daran. Ein wenig, okay. Und ein Fünftel, 20% eher nein, das ist für mich kein Ja. Entscheidungsgrund. Und 4% sagen nein, das ist für mich doch eher Okay. Esoterik, technische Analyse, damit habe ich nichts am Hut. Okay. Okay, das ist ein ganz spannendes Ergebnis, denn dieses Ergebnis ist uns hier auch ganz klar bekannt, denn die 27%, das sind in der Regel Trader, die die technische Analyse vielleicht auf kurzfristigen Betrachtungszeiträumen benutzen. Und die 49%, die ein wenig sagen, das sind wahrscheinlich in der Regel die Marktteilnehmer, die versuchen aufgrund der 200 Tage gleitenden Durchschnitte, der 38 Tage, 90 Tage den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen, wieder den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Eher nein, sind wahrscheinlich eher Teilnehmer, die aus der volkswirtschaftlichen Brille gucken. Und die 4% sind wahrscheinlich Mathematiker oder Wissenschaftler, die sagen, in der Theorie hat die technische Analyse nichts verloren. Ja? Also durchaus sind die Ergebnisse hier nicht verwunderlich. Also zumindest für mich in dieser oder in ähnlicher Form habe ich die auch die Umfrageergebnisse bei meinen eigenen Webinaren wahrgenommen von den Zahlen her. Ja? Okay, dann wenn du mich wieder, ich sehe, ich bin, ist mein Monitor wieder geschaltet, Volker? Ja, ja, Du bist genau. schon wieder live. Super, vielen Dank. Super, gut. Dann machen wir den Bildschirm wieder groß, ja. Das ist ja nicht meine eigene Webinar-Software hier, deswegen frage ich dich immer wieder gerne. Okay, genug der Folie. Da gehen wir jetzt sozusagen, wagen wir den Blick hinter die Kulissen. Was ist die relative Stärke nach Levy? Also wie gesagt, mit der relativen Stärke nach Levy versucht man Trends zu identifizieren und wir wollen hier sekundäre Trends identifizieren. Das heißt, wir bewegen uns auf Wochenbasis. Ja, das heißt, hier haben wir die 27 Wochen als
Einstellungskriterium gewählt. Das ist die Standardeinstellung. Alles andere im Übrigen, wenn Sie selber für sich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn Sie selber Handelssysteme für sich entwickeln, die große Gefahr, wo man immer wieder in Versuchung gerät, ist das sogenannte Curve-Fitting. Das heißt, wenn Sie ein Backtesting machen mit der 200-Tageslinie und feststellen, dass die nicht wirklich gut funktioniert bei bestimmten Underlyings und dann dieses Backtesting nach Maximum auflösen und sagen, die 198-Tageslinie hat aber am besten funktioniert, ist das natürlich, man lügt sich selbst in die eigene Tasche, denn das ist nur für die Zeitreihe, die Sie im Rahmen des Backtestings zu Rate gezogen, die Wahrheit, ja. Und wenn Sie zum Beispiel anhand dieser optimierten oder gefitteten ja, Kennzahl handeln, werden Sie relativ schnell feststellen, dass sie für die Zukunft eher ungeeignet ist. Deswegen ist hier immer die Prämisse mit den Standardeinstellungen arbeiten. Entweder funktionieren die oder die funktionieren nicht. Alles andere, diese Anpassungen um Tage oder Wochen, das ist alles Curve-Fitting. Man versucht auf die Historik, dir das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, um langfristig erfolgreich zu handeln. Hier haben wir die Standardeinstellung von 27 Wochen Schlusskursen entsprechend gewählt. Und wie wird RSI nach Levy gerechnet? Man nimmt den aktuellen Wochenschlusskurs und teilt diesen durch den Durchschnitt, arithmetisches Mittel der letzten 27 Wochen. Gut, die Kennzahl ist relativ einfach, das ist keine Raketenwissenschaft hier. Und wie ist diese Kennzahl ökonomisch zu verstehen? Wenn RS, ja, also relative Stärke nach Levy, größer 1 ist, dann bedeutet das, wir sind in einem Aufwärtstrend. Ist die relative Stärke nach Levy kleiner 1, dann bedeutet das, dass wir in einem Abwärtstrend sind. Wann sind wir größer 1? Ja, ganz klar. Wenn der aktuelle Wochenkurs größer ist als der Durchschnitt der letzten 27 Wochen. Schlusskurse. Und was tritt hier genau in Kraft? Das ist genau die Aussage, the trend is your friend. Wenn einmal sich ein Aufwärtstrend etabliert hat, geht man in der Regel davon aus, dass er zunächst erstmal läuft. Ja? Und das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und auch hier haben wir natürlich, wir wollen uns Ihnen nichts vorenthalten, einen kleinen Backtest für die relative Stärke nach Liebe mitgebracht. Ich gehe eine Folie weiter. Und zunächst Lass einmal mich muss ganz man. kurz mal einhaken, denn hier kommt Ja, auch schon selbstverständlich. eine interessante Frage von dem Herrn Ja. Metzger. Er fragt, gibt es einen Unterschied zwischen relative Stärke nach Levy und dem normalen RSI? Sind das unterschiedliche oder sind das die gleichen Indikatoren? Nein, nein, das sind vollkommen zwei unterschiedliche Indikatoren und die werden auch vollkommen anders berechnet. Der Levy macht es anders und der RSI-Indikator. Beim RSI werden die Tage, die ein Pluszeichen haben und die Tage, die ein Minuszeichen haben, ins Verhältnis gesetzt, nach einer bestimmten und doch relativ simplen Formel. Das heißt, man guckt sich an, wie viele Tage sind im Plus, wie viele Tage sind im Minus, ja, und dann zieht man daraus den Mittelwert und dann berechnet man daraus den Faktor und das ist eine andere Herangehensweise, auf jeden Fall. Also das darf man nicht verwechseln und deswegen auch an Sie, wenn Sie den Newsletter von Jörg Scherer lesen, müssen Sie auch ganz genau darauf achten, was er schreibt, ob er Levy schreibt oder einfach nur RSI. Ja, definitiv, wertvolle und wichtige Frage. Vielen Dank dafür, ganz Okay, klar. wenn Sie weitere Fragen zu Hause haben, einfach in die Selbstverständlich. Chat-Funktion nutzen und dann gehen wir vielleicht auch mal zwischen rein oder wir nehmen die dann am Ende mit rein. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Nutzen Sie die Zeit, die wir zusammen haben, weil sozusagen das Webinar machen wir für Sie. Der Volker und ich kennen das Tool bereits. Okay. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Backtest mitgebracht für den DAX von August 92 bis August 16 sozusagen. Und der DAX ist die rote Linie, die relative Stärke ist die blaue Linie. Und was kann man hier erkennen? Es gibt durchaus Phasen, wo wir mit der relativen Stärke besser gefahren sind. Und es gibt auch Phasen, wo wir mit der relativen Stärke schlechter gefahren sind. Die Essenz, Quintessenz hier für uns ist es, als Marktteilnehmer ausschließlich sich auf die relative Stärke zu verlassen, macht somit keinen Sinn. Denn Sie sehen am Ende, wo der rote Punkt sich jetzt befindet, hat sozusagen der DAX sogar die relative Stärke outperformt. Das heißt, wir sind mit einer Buy-and-Hold-Strategie besser gefahren als mit den Kauf- und Verkaufssignalen der relativen Stärke. Aber, noch wollen wir das Konzept hier an dieser Stelle nicht aufgeben. Und zwar haben wir hier herausgefunden oder festgestellt, dass an
oder in Phasen, wo die Märkte stark fallen oder zumindest gute Drawdowns, so heißt das ja im Fachjargon, an den Tag legen und die relative Stärke relativ klar und deutlich, das sind zum Beispiel hier die grauen Bereiche, ein Ausstiegssignal signalisiert. Und das haben wir hier auch als kleinen Hinweis niedergeschrieben. Dank der relativen Stärke bleibt der Anleger in schwachen Börsenphasen nicht investiert. Das bedeutet, man kann beides, also kritisch bei der relativen Stärke nach Levi sagen, wir haben eine starke zeitliche Verzögerung, ja, starke zeitliche Verzögerung, und aus diesem Grund sind wir hier schlechter als der DAX gestellt, ja. Da wir eine starke zeitliche Verzögerung haben, müssen wir dieses Element der relativen Stärke nach Levi durch ein weiteres Element ergänzen, der diese starke zeitliche Verzögerung korrigiert. Und das ist das Momentum. Was meine ich mir vielleicht, um das nochmal deutlicher zu machen, was meinen wir mit starker relativer zeitlicher Verzögerung? Sie sehen hier, der DAX fällt, aber erst hier sozusagen, wo wir eine flache Linie haben. Mal gucken, ob ich hier so einen Stift hier genau, wenn wir hier erst diese flache Linie haben, also das heißt, immer wenn wir hier so eine flache Linie haben, bedeutet, dass wir nicht investiert sind. Ja, ich hoffe, verzeihen Sie, ich male hier mit einer Maus, das ist alles suboptimal, das ist nicht schlimm. Das heißt, wir kriegen erst durchaus verspätet ein Verkaufssignal. Und um diese Verspätung, um diese Time Lag oder auf Deutsch zeitliche Verzögerung zu reduzieren, holen wir ein weiteres Element hinzu, und zwar das Momentum. Und da wollen wir uns natürlich das auch nochmal anschauen. Ich hole wieder hier den Laserpointer mit an die Hand. Bevor Und du weitergehst, jetzt ja, gehen dir noch selbstverständlich. drei Ja, Fragen, wenn du nochmal eine Folie zurückgehen. selbstverständlich. Ja, jawohl. Einmal fragt der Emil Murit, ob so ein Vergleich jetzt auch mit anderen Indizes schon angestellt wurde. Und die Frage von Horst-Dieter Kaldun lautet, was bedeuten denn die Werte auf der Y-Achse? Sehr, sehr gerne. Also zunächst einmal die erste Frage, andere Indizes. Nun, wenn man sich den Kursverlauf vom DAX anguckt, den Euro Stoxx 50, den Dow Jones, den S&P 500, kann man mit Hilfe der Kennzahl Korrelation durchaus die Frage schnell beantworten, ob das Ergebnis bei den anderen Indizes ähnlich ist oder nicht. Denn Sie wissen, vielleicht kennen Sie das aus den Medien oder aus der Börsenzeitung, wenn der DAX steigt, steigt in der Regel auch der Euro Stoxx, ja, oder die europäischen Werte. Das heißt, in Europa selber einen weiteren Backtest durchzuführen macht keinen Sinn, weil die Korrelation zwischen dem DAX und dem Euro Stoxx 50 zum Beispiel 0,8 ist, und das bedeutet, wenn der DAX steigt, steigt mit hoher Sicherheit auch der Euro Stoxx und umgekehrt. So, jetzt nochmal zurück zu den amerikanischen Werten. S&P 500, Dow Jones, da ist die Korrelation bei 0,6, also schwach oder mittelstark. Ja, 0,6 liegt ungefähr so in der Mitte bei der positiven Korrelation. Da haben wir auch einen Backtest sozusagen hier intern durchgeführt. Und die Ergebnisse sehen ähnlich aus. Ja, die Ergebnisse sehen ähnlich aus. Es kann auch gar nicht anders sein. So. Und hier auf der X-Achse sozusagen haben wir eine Indexierung vorgenommen. Das heißt, eine Buy-and-Hold-Strategie bei 100. Ja, 100 Geldeinheiten, wenn man so will. Ja, damit man hier sozusagen gleich anfängt. Das ist einfach eine Indexierung. Ja, sozusagen. Ja. Man fängt Buy-and-Hold bei 100 und relative Stärke nach Levi bei 100. Ich hoffe, das ist dann ganz klar. Okay, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Okay, jetzt haben wir verstanden, dass die relative Stärke kritisch zu hinterfragen ist aufgrund der zeitlichen Verzögerung. Ja? Und um diese zeitliche Verzögerung zu umgehen, versuchen wir ein zweites Element hinzuzufügen, und zwar das Momentum. Momentum ist ein eher, ja, wie will man sagen, kurz- bis mittelfristiges Instrument, welches uns die Kursbewegung eines Underlyings ja, interpretiert und dementsprechend. Ja, was haben wir, wie sagen wir das, mit dem Windsegeln, und das Momentum soll eine Trendumkehr frühzeitig aufzeigen. Und wichtig hierbei ist, und da bitte ich Sie darauf zu achten, dass kein Instrument der technischen Analyse, die ganzen tausend Indikatoren, die existieren, sinnvoll oder nicht sinnvoll, das ist natürlich, steht wiederum auf einem anderen Blatt, es schafft einen Trend an antizipieren, also vorherzusagen, eine Trendumkehr vorherzusagen. Das heißt, jedes dieses Instrumente zeigt erst dann eine Trendumkehr, wenn es schon stattgefunden hat. Das heißt, wir können mit der technischen Analyse, oder keiner Mensch da draußen kann mit der technischen Analyse in der grundlegenden Form in die Zukunft schauen. Und deswegen versuchen wir
sozusagen immer auch im Rahmen des Daily Trading Newsletter mit Stop-Loss-Marken zu arbeiten, damit man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Deswegen hier nicht missverstehen, das Momentum sagt die Trendumkehr nicht vorher, sondern die zeitliche Verzögerung wird reduziert. Und das ist ein wichtiges Kriterium, ein wichtiges wichtiger Punkt. Ja. Und gehen wir einfach eine Folie weiter. Wie kann man das Momentum sozusagen ja, grafisch beschreiben und vor allem, wie berechnen wir das im Rahmen des HSBC-Trendkompass? Man nimmt den aktuellen Schlusskurs, ja, die Formel ist hier in der Wolke dargestellt, aktuellen Schlusskurs und dividiert den durch den Schlusskurs vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen. Ja, Sie sehen, wir bewegen uns innerhalb eines Monats hier. Ja, und ja, wie kann man das beschreiben? Ein Ball fliegt in die Luft und am Höhepunkt verliert er an Momentum, an Dynamik. Genau, Momentum kommt ja ein bisschen aus einer anderen Schiene, aus der Physik, aber man kann vieles aus der Physik sozusagen, aus der Mathematik auf die Finanzmärkte ummünzen. Ich als Mensch der Zahlen, der auch in quantitativen Studiengang hinter mir hat, weiß das, dass vieles, was in der Mathematik eigentlich für Optimierung, für Stauforschung, für Wellenforschung benutzt worden ist, auf die Finanzmärkte umgemünzt wurde. Aber gut, das geht jetzt vielleicht zu weit. Auf jeden Fall, hier sind wir am Hochpunkt und dann verliert sozusagen der Schwung ist das richtige Wort, an Kraft und fällt wieder auf den Boden. Und nichts anderes macht das Momentum. Okay. Wo sind die Schwächen des Konzepts Momentum? Der Schlusskurs vor 4 Wochen kann zum Beispiel einen extremen Tag widerspiegeln, zum Beispiel Brexit, Trump-Wahl oder was auch immer, und kann entsprechend die Zahl verfälschen. Ja, das heißt, darauf ist entsprechend zu achten. Das heißt, wenn Sie den HSBC-Trendkompass nutzen, kann sozusagen ein Sonderereignis oder, wie sagt man in Deutschland, dieser schwarze Schwan, von dem alle Marktexperten sprechen, ja, Black Swan, ja, wenn man so will, diese Kennzahl verfälschen, denn wir arbeiten hier nur mit Schlusskursen. Das ist die Kritik an der ganzen Geschichte. Und 4 Wochen ist auch die Standardeinstellung sozusagen. Über diese kann man sich auch entsprechend streiten. Okay. So, zunächst Der einmal, Herr ja. Fiala, Evgeni fragt, welche Schlusskurse werden da genommen? Sind das Tagesschlusskurse, Wochenschlusskurse? Hier sind das Wochenschlusskurse. Also wir arbeiten hier im sekundären Trend und arbeiten im Wochenbereich. Aktueller Schlusskurs der Woche, sozusagen Schlusskurs vor 4 Wochen. Alles klar. Okay, prima. Wichtige Frage, ganz klar. Und der Teilwert-Trendkompass sieht natürlich nicht so in Tabellenform aus. Das kann man ja, das ist kein optisches Leckerbissen hier, sondern ich habe Ihnen das mal in Tabellenform beispielhaft mitgebracht. Die Tabelle ist auch nicht aktuell, aber das geht ja nicht um Aktualität, sondern um das Verständnis im Rahmen des Webinars. Aktuelle Daten können Sie in der HSBC-Marktbeobachtung sozusagen entnehmen. Und zwar, vielleicht gehe ich mal kurz zu uns auf die Seite, mal schauen, ob der Wechsel geklappt hat. So. Volker, sieht man jetzt unsere Internetseite oder sieht man immer noch die Folie? Du bist auf hsbc-zertifikate.de, ja. Ja, genau. Unsere Internetseite heißt ja www.hsbc-zertifikate.de und die aktuellen Werte im Rahmen des HSBC-Trendkompass finden Sie in der HSBC-Marktbeobachtungs-App. Wir haben eine Marktbeobachtung, eine App. Das ist an dieser Stelle zu betonen, alles kostenlos und das ist unser Service für Sie. Und dort veröffentlichen wir die Daten für die 30 DAX-Aktien und 40 bzw. 41 deutsche Nebenwerte und auch ausländische Werte. 40 ausländische Aktien haben wir mit ins Boot geholt, ja. Und Apple, auch über den großen Teil der amerikanischen Werte, sind mit dabei. So. Und das aktualisieren wir momentan nur noch wöchentlich. In der Zukunft ist es geplant, dass wir aus dem HSBC-Trendkompass ein dynamisches Tool entwickeln, welches börsentäglich sozusagen bei uns aktualisiert, auf der Internetseite aktualisiert wird. Die IT-Abteilung ist sozusagen beim Grübeln. Okay. So viel dazu. Sie gehen einfach auf unsere Internetseite hsbc-zertifikate.de, klicken auf den Banner HSBC-Trendkompass und all die Informationen, die ich Ihnen gerade ja, auf den Weg gegeben habe, finden Sie. Oder Sie gehen am besten jetzt einfach in den App Store oder Google Play Store oder Windows Store. Wir sind überall dabei und laden sich die App runter. Und dann haben Sie die aktuellen Daten. So, dann gehen wir nochmal zurück zu der Präsentation. Und dementsprechend, jetzt müsste man wieder die Präsentation sehen, wunderbar. Dementsprechend sehen Sie, dass wir hier nach relativer Stärke und Momentum sortieren. Und Adidas zum Beispiel mit 1,31
Also Größe 1 und ach ja, wie ist das bei Momentum zu lesen? Wenn Momentum größer 1 ist es auch positiv, Momentum kleiner 1 ist es negativ. Und Sie sehen zum Beispiel, ja, die das 1,31, Momentum 1,131, das heißt, man geht von steigenden Kursen aus. Und so sortieren wir das, und wenn man das alles optisch sozusagen besser darstellen möchte, kann man das in einem sozusagen Koordinatensystem durchführen. Wir haben hier dieses Koordinatensystem mit vier Feldern. Und diese vier Felder sind bewusst mit diesen Farben gekennzeichnet: grün, rot, hellgrün oder eher orange. Und wie ist das nun zu verstehen? Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht für die 30 DAX-Aktien. Sie sehen, die Nummer 1 steht für Adidas, die Nummer 12 steht für Deutsche Lufthansa und die Nummer 25 für RWE. Das heißt, hier haben wir die Legende noch einmal. Ja? Hier haben wir nochmal die Legende dargestellt. Und wie ist das zu verstehen? Wir haben hier natürlich das grüne Feld. Relative Stärke 27 Wochen Größe 1, Momentum Größe 1. Lang- und kurzfristiger Trend sind aufwärts gerichtet. Das heißt, man geht davon aus, dass im Rahmen dieser beiden objektiven Kennzahlen die Werte, die in diesem grünen Feld sich befinden, weiter steigen werden. So. Und diese Werte, die hier im grünen Feld sich befinden, neigen in der Regel dazu, ins orangene Feld zu laufen. Das heißt, das Momentum wird kleiner 1, obwohl die relative Stärke nach Levy immer noch größer 1 ist. Die relative Stärke ist ja auf der entsprechend X-Achse, ja, und das Momentum ist auf der Y-Achse, und das Momentum wird kleiner 1. Das bedeutet, der Trend scheint abzuflachen, die Geschwindigkeit, das Momentum beam, oder die, ja, die, das Momentum nimmt ab. Und das heißt, wir bewegen uns hier von langfristig aufwärts gerichteten Trend in eine Trendumkehr. In eine Trendumkehr. Wir können schon fallende Kurse wahrnehmen, kurzfristig unter Druck, hohe Volatilität, womöglich attraktive Produktkonditionen. Ja, das sind so die Eigenschaften dieser Werte, die in dem orangenen Feld sich befinden. Und dann vom orangenen Feld bewegen wir uns wieder ins rote Feld. Ja? Rote Feld bedeutet relative Stärke nach Levy klein 1 und Momentum klein 1. Das bedeutet, wir haben hier eine Trendumkehr wahrgenommen, sowohl mit Momentum als auch mit relativer Stärke. Und das bedeutet, die Werte, die sich in dem roten Quadranten befinden, die neigen eher dazu zu fallen. Also ein Abwärtstrend wurde etabliert, ein Abwärtstrend wurde eingeläutet, die Werte fallen. So. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt wieder sozusagen nach oben gehen? Relative Stärke ist immer noch kleiner 1, Momentum ist größer 1. Das bedeutet, ein Indiz dafür, dass wir eine Trendumkehr haben. Die Zeitverzögerung aus der relativen Stärke nach Levy wird durch das Momentum reduziert. Wir können sozusagen eine Trendumkehr schneller erkennen und befinden uns sozusagen, ja, ich weiß nicht, hellgrünen Quadranten. Und dann geht man davon aus, dass der hellgrüne, dass die Werte, die im hellgrünen Quadranten sind, sie wieder in den grünen Quadranten wandern. So, dann haben wir auch natürlich Werte. Dann haben wir natürlich Werte, das ist ganz wichtig, die eine relative Stärke bei Null, im Momentum bei Null zeigen, also die ganz eng am Koordinatenkreuz hier sich rumtummeln sozusagen. Und das sind Werte, die eher einen Seitwärts Trend an den Tag legen, eher trendlos dahin tümpeln, wahrscheinlich auch der DAX momentan. Und da ist natürlich die Frage, will man in der Zeit, wo man keinen Trend hat, zum Beispiel auf Anlagezertifikate wie Discount-Zertifikate, Aktienanleihen, kein Bonuszertifikat zurückgreifen, um dennoch in trendlosen Phasen ein bisschen Rendite ins Depot reinzuholen. Denn wie gesagt, ist es in trendlosen Phasen sehr schwer mit einem Direktinvestment. Ja? Und dementsprechend ist der Trendkompass wie Und wie, wo kommt der Name her? Trendkompass ist ein, es rotiert, ne? Es rotiert. Das ist die Grafik, die dahinter liegt, ist bewusst gewählt. Der Name ist auch bewusst gewählt, denn in der Regel rotiert man vom Grün ins Orange, ins Rote, ins Hellgrün und wieder umgekehrt. Ja, das ist der HSBC Trendkompass. Das heißt, alle Werte, die im Grün sind, steigen. Alle Werte, die im Roten sind, fallen. Alle orangenen und hellgrünen Werte orientieren sich gerade neu. So ist das zu lesen, Wann so ist ist das also zu dann verstehen. auch die Frage, wann ist dann also der ideale Zeitpunkt, um bei einer Aktie long zu gehen? In Bei dem der Moment, Aktie Long, wo man genau, reinsteigen? das, genau. Also, da ist wieder die eigene Risikoeinstellung gefragt. Also der Marktteilnehmer, der ein bisschen Risiko mag, wird vielleicht eine Aktie schon kaufen, die im hellgrünen Quadranten sich befindet. Da befinden wir uns
Also gemäß den beiden Kennzahlen also der technischen Analyse der Trend umkehrt. Die Aktie fällt noch, aber schwankt langsam in den grünen Bereich. Der risikoaverse Marktteilnehmer wartet, bis die Aktie entsprechend im grünen, in dunkelgrünen Quadranten sich befindet. Hier ist ganz klar ein steigender Trend zu verstehen. Genau. Der Mensch, der auf fallende Kurse setzen will, das gibt es ja auch mit Zertifikat, man kann ja Short-Produkte kaufen oder Put-Produkte, ja, der wird wahrscheinlich die Position eingehen, der mehr Risiko eingehen will in diesem orangenen Quadranten, denn man geht davon aus, dass wir aus dem orangenen Quadranten in den roten Quadranten sozusagen springen. Und da haben wir klar hier den Abwärtstrend. Ja. Genauso ist es. Also die Risikoneigung macht's. Genau. Und wie gesagt, den HSBC-Trendkompass können Sie bei uns in der Marktbeobachtungs-App sich anschauen. Jeden Dienstag auf den Mittwoch führen wir eine Aktualisierung durch. Bald hoffentlich in stärkeren oder in engeren Frequenzen, damit Sie auch ganz nah am Markt dabei sind. Und genau so ist es. Welche Werte analysieren wir derzeit? Die 30 DAX-Aktien, 41 NIM-Werte und 40 ausländische Werte. Apple, Amazon ist dabei, ja, IBM, dann haben wir hier Drillisch, Bilfinger, Commerzbank, Deutsche Bank, Banktitel, auch ganz spannend momentan. Gehen Sie in unsere MB, holen sich die aktuellen Daten und abonnieren Sie auf jeden Fall den HSBC Daily Trading Newsletter, denn das ist natürlich das Analyse-Tool, wo Jörg Scherer sein, naja, man kann es so sagen, sein Senf zu der aktuellen Marktlage gibt aus der technischen Brille. Und das Gute dabei ist, wir beantworten mit dem HSBC Trading Newsletter zwei zentrale Fragen. Nicht nur, wo geht der Markt hin, sondern welches Produkt ist gerade bei der Markteinstellung durchaus in Erwägung zu ziehen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, von meiner Seite war es das. Vielleicht, bevor wir zu den noch vorhandenen Fragen kommen, eine kritische Würdigung. Ja. Trendfolgende Konzepte werden hier berücksichtigt. Klare Regeln haben wir definiert, relative Stärke und Momentum. Systematisches Handeln fördert Disziplin der Investoren. Ganz klar, ja, das Bauchgefühl ist ja das Element, was uns am meisten vom Erfolg abhält, denn ich kann mir das gar nicht glauben, denn die ganzen Trader, mit denen ich mich unterhalte, ja, Börse Stuttgart, Invest, Börse Frankfurt, Dresden, ich war dieses Jahr, ja, halbes Jahr gefühlt unterwegs, die sagen, man versucht den fahrenden Zug, den man verpasst hat, auf diesen noch aufzuspringen. Ja, der Zug ist abgefahren, der Einstiegssignal wurde schon geliefert und eine Woche später versucht man drauf zu springen, diese Gefühle oder man, wie oft ist es denn sozusagen den Marktteilnehmern, die sozusagen ihre ersten Erfahrungen auf den Märkten gemacht haben, wie oft sind die in die Falle getappt, beim Höchstkurs zu kaufen, beim Tiefstkurs wieder zu verkaufen, ja? Und all das ist aufgrund des Bauchgefühls entstanden und dementsprechend sind solche klare Handelsregeln das A und O. Einfach Umsetzung, ganz klar. Ich habe Ihnen gerade alles offengelegt. Alle die von Ihnen, die ein bisschen mit Excel umgehen können, können das selber zu Hause auch nachrechnen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, es ist Fehltrades gehören zu jedem Handelsansatz. Wir können, keiner von uns weiß, ob die rotierende Bewegung, von der ich hier gerade gesprochen habe, immer wieder eintritt. Ja, deswegen immer wieder Money Management, Risikomanagement, immer beachten und Sie wissen, ich sage ja auch immer, keine Order ohne Orderzusatz. In diesem Sinne, seien Sie vorsichtig bei Ihren Handelsaktivitäten, aber behalten Sie immer die Märkte im Auge, damit Sie auch die vielen Chancen, die die Märkte vielleicht nicht jetzt, aber in Zukunft liefern werden, nutzen können. Volker, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das hat gepasst. Ja, vielen Dank. Schon mal soweit. Wir haben noch ein paar Fragen hier Sehr, und sehr gerne. natürlich können Sie immer noch Fragen stellen. Also wir haben noch ein paar Minuten, denke ich, Ja, um definitiv. genau ein bisschen einfach ein paar Fragen zu beantworten. Legen wir los mit der Frage, die in jedem Webinar am meisten gestellt wird. Wird das Webinar aufgezeichnet? Können wir es uns im Nachgang anschauen? Evgeny, wir haben das aufgezeichnet und ich gehe davon aus, bisher haben wir es so gemacht, dass wir es dann auch auf Finanznet nochmal online stellen können. Überhaupt kein Problem, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sie Genau, können auch die dann. Unterlagen als PDF zukommen lassen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an zertifikate@hsbc.de und schon haben Sie die PDF-Datei, also die Datei, die wir gerade Ihnen gezeigt haben, im Postfach. Okay, das kannst du auch einfach nochmal im Chat vielleicht
vielleicht rumschicken oder ich kann es auch machen. Dann Ja, werde ich nachher noch die Aufzeichnung auch, beziehungsweise Sie kriegen dann eine E-Mail von uns und da ist dann auch nochmal ein Link drin zu einer Umfrage. Also wir machen nach jedem Webinar auch eine Umfrage, wo wir um Ihr Feedback bitten, wo wir uns einfach freuen, wenn Sie da mitmachen und sagen, was hat Ihnen gut gefallen, was hat Ihnen weniger gut gefallen, was können wir vielleicht anders machen, was können wir besser machen. genau, Ist ein ich bin paar in Sekunden Kontakt. erledigt, machen Sie einfach mit. Und in dieser E-Mail wird dann auch der Link zur Aufzeichnung drin sein, da können Sie alles nochmal in Ruhe anschauen. Kommen wir zu Danke, ich den habe jetzt die Fragen. Kontaktdaten in den Chat reingestellt. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja. Okay. Kommen wir zu den Fragen. Zunächst gibt es wohl ein Problem, sagt der Herr Obermeier. Sekunde. Haben wir ihn? Kommen jetzt so viele Fragen auf einmal rein. Der Matthias Obermeier hat direkt versucht, wohl die App runterzuladen, kommt aber aus Österreich. Dort ist die App nicht verfügbar. Ist das korrekt? Ja, die App ist nur für den deutschen Markt. Das ist das, ja. Wir sind ja, so ist es, ja. Die App ist nur für den deutschen Markt. Okay, das hindert ihn aber nicht daran, den Zertifikat im Newsletter zu abonnieren, beziehungsweise den Newsletter Daily Trading von Jörg Scherer. Das kann man bestimmt auch mit österreichischer E-Mail-Adresse, richtig? Davon gehe ich aus. Gut. Gehen wir weiter in den Fragen. Eine Frage von Piotr Tota. Er hat eine Frage zur Trefferquote beim Kompass. Gibt es denn da ja, irgendwelche statistischen Erhebungen? Oder wie ist es denn genau mit diesem Zyklus? Kann man das wirklich bei jeder Aktie sagen, dass die immer diesen Zyklus durchläuft? Oder ist Nein, es also dann das, eher. nein, nein, also das auf keinen Fall. Also diese rotierende Bewegung, von der ich gesprochen habe, wie ich schon erwähnt habe, man kann nicht davon ausgehen, dass die Aktien diese rotierende Bewegung machen, sonst hätten wir hier die Glaskugel sozusagen an den Tag gelegt. Deswegen, wie gesagt, keine Order ohne Orderzusatz, immer Stop-Loss platzieren, immer Money Management, immer Risikomanagement berücksichtigen. Aber wie gesagt, es gibt eine Indikation dafür, wie die Aktie in Zukunft verlaufen kann. Und wenn die Trendumkehr tatsächlich eintrifft, dann ist die rotierende Bewegung gegeben. Aber falls nicht, diese ganzen technischen Indikatoren, relative Stärke nach Levi, Momentum, gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder, Stochastik, die haben ja auch natürlich Fehlsignale. Das ist ganz klar, die haben auch Fehlsignale, das haben wir auch auf der Fazitfolie geschrieben. Fehltrades gehören halt zum Handeln und das ist natürlich hier keine Glaskugel, die wir gemacht haben. Aber ein systematisches Handeln, der durchaus spannend sein kann, die klar. Okay, dann kommen hier wirklich viele Fragen rein und es ist gar nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Muss gerade nochmal drüber gucken. Kommt nochmal die Frage auf von dem Dennis Meyer beispielsweise und ich glaube auch die Frage von dem Herrn Liebert geht in ähnliche Richtung. Für welche Anlagedauer ist denn diese Art der Analyse jetzt nochmal zu empfehlen? Ja, genau. Also Anlagedauer ist, das symbolisieren ja die Koordinaten. Das heißt, wenn Sie auf steigende Kurse setzen und sich die Aktie aus dem grünen Feld ins orangene Feld bewegt, dann war es das mit der Anlage. Ne? Also wir befinden uns hier im Wochenbereich, das heißt, wir schauen uns hier Wochencharts an und in diesem Zeithorizont be bewegen wir uns Wochen. Ja. Mal die Frage nach dem Kreislauf, mit welcher Wahrscheinlichkeit bewegt sich so eine Aktie komplett durch den Kreis? Gibt es da irgendwelche Nee, also Daten? da kann man, also nein, da kann man keine Wahrscheinlichkeiten sozusagen ermitteln, weil wir auch, wie gesagt, hier nicht die Glaskugel haben, sondern wirklich nur zwei Kennzahlen aus der technischen Analyse. Ja, genau. Und bei Aktienwahrscheinlichkeiten vielleicht dazu nochmal zwei, drei Sätze. Grundsätzlich gibt es ja verschiedene Kennzahlen, die auch Wahrscheinlichkeiten berechnen, wo der Aktienkurs in 30, 40 oder 50 Tagen liegt oder in 90 Tagen. Und im Rahmen dieser Berechnung wird in der Regel die Normalverteilung unterstellt, weil die Normalverteilung ist ein sehr, sehr einfaches Konstrukt im Rahmen der Statistik, wenn man dann so will. Aber vielleicht muss man an dieser Stelle kritisch hinterfragen, ob Aktienkurse überhaupt normal oder lognormal verteilt sind. Das ist eher fraglicher. Es gibt Kursverläufe, die normal verteilt sind, aber wieder, andere wiederum nicht. Ja? Und daher sind auch diese Kennzahlen, die die Wahrscheinlichkeit mit in den Fokus rücken, auch immer mit einem kritischen Auge, immer mit Vorsicht zu genießen. Auch bei diesen ist das Stop-Loss immer entsprechend der eigenen Markterwartung zu platzieren. Der
Herr Hassan fragt, in welche Produkte investiere ich richtig, wenn ich einen Trend identifiziert habe, beispielsweise Knockout-Faktor-Zertifikat. Vielleicht kannst du auch nochmal die Folie auflegen. Ich glaube, du hast ja auch dabei stehen gehabt. Ich gebe dir gerade nochmal die Steuerung mit den Folien, mit den vier Quadranten. Ich glaube, da hast du auch bei jedem Quadranten auch das passende Derivat. Eine Sekunde, jawohl. Okay. So, nee, das passende Derivat habe ich bei den Folien nicht sozusagen dargestellt. Moment, Moment. So. Kann man mich schon sehen, oder? Ja. Perfekt, dann mache ich das groß. Also grundsätzlich ist es so, dass ich ja, die Frage richtet sich ja genau an die zweite zentrale Frage. Jetzt haben wir ja die erste Frage beantwortet, wo geht der Markt hin? Das ist ja die Markterwartung, die wir jetzt bilden. Und die zweite, und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, mit welchem Produkt kann ich meine Markterwartung am besten umsetzen? Denn Ihnen bringt die beste Markterwartung nichts, wenn Sie nicht wissen, wie Sie das in bare Münze transferieren. Und jetzt, das ist natürlich die Frage, die Sie selber beantworten müssen. Es gibt Knockout-Produkte, es gibt Standard-Optionsscheine, es gibt Anlagezertifikate, es gibt Faktorzertifikate und Sie wählen das Produkt, mit dem Sie glauben, dass Sie am besten von dem Trend profitieren. Ja, Sie können, und wie hoch soll der Hebel sein? Das ist auch Ihr Risikoappetit. Sie sagen, Hebel 10 ist schon zu viel, dann nehme ich lieber 5 oder soll es doch nur lieber Hebel 2 oder 200 sein? Ja, jetzt mal wirklich sehr radikal gesprochen. Daher, Sie müssen sich mit den Produkten auskennen und vielleicht an dieser Stelle schalte ich noch mal kurz zu uns auf die Internetseite, ja? Denn man muss auch die Frage beleuchten, wo findet man die gesamten Informationen? Sie gehen einfach in die Rubrik Wissen, kostenlose E-Books, Übersicht, zack. Und dort finden Sie unser Buch Zertifikate und Optionsscheine und das beschreibt im Detail alle unsere Produkte von Funktionen, ja, von Chancen und Risiken. Und das zweite Buch Trading Strategie mit, im Übrigen hier wird auch der außerbörsliche Handel mit den ganzen Orderzusätzen beschrieben. Und das zweite Buch Trading Strategie mit Hebelprodukten, das nimmt die technische Analyse mit in den Fokus und hat eher diesen praktischen Gedanken, wie kann ich die Produkte, die ich im ersten Buch verstanden habe, tatsächlich in der Praxis nutzen. Das heißt, zwei Bücher, Zertifikate und Optionsscheine, Trading-Strategien, die Sie sich ans Herz legen sollten, bevor Sie tatsächlich bares Geld in die Hand nehmen und mit Derivaten handeln. Ja, davor können Sie das ja vielleicht auf Papier oder mit unserer Watchlist machen. Wir haben auch eine Watchlist. Ja, und des Weiteren habe ich noch eine HSBC-Zertifikate-Akademie, ja, und die, dort habe ich Artikel verfasst, die super oder tief in die Materie gehen. Und des Weiteren, ich behandle natürlich nicht nur Derivate-Themen, sondern auch Aktienthemen. Und sehr geehrte Damen und Herren, viele, wenn Ihnen die Frage gestellt wird, wie kommt der Aktienkurs zustande, sagen Sie wahrscheinlich Angebot und Nachfrage. Aber was steckt hinter Angebot und Nachfrage? Was steckt hinter dem fortlaufenden Handel? All das habe ich hier nochmal niedergeschrieben, ja, das heißt, wie macht das die Börse, die deutsche Börse oder die Börse Frankfurt mit der Zusammenführung von Angebot und Nachfrage? Wie kommt der Einheitskurs zustande? Also Sie sehen, mit meiner Zertifikatakademie versuche ich Ihnen den Mehrwert zu liefern, den Sie auf ja gar nicht so einfach im großen Internet, im weiten Internet finden. Machen Sie sich schlau. An dieser Stelle auch vielleicht der Hinweis, ab kommenden Montag wird unsere Internetseite www.hsbc-zertifikate.de ein neues Layout erfahren, ein neues Design erfahren. Mit diesem neuen Layout werden Sie unsere Produkte noch schneller finden, noch besser finden. Dann sieht das alles so aus, ja, deswegen erschrecken Sie sich nicht, wenn Sie ab Montag auf die Internetseite gehen und das alles sehr modern aussieht, aber es hat sehr viele Vorteile. Der neue Internetauftritt, die Produktsuche ist vereinfacht worden. Das ist die Call-Put-Ratio, von der ich gesprochen habe, diese Sentiment Kennzahlen. Also, wie gesagt, welches Produkt Sie nutzen, das ist diese Frage müssen Sie sich selber beantworten. Das darf auch kein Bankberater für Sie machen, weil Sie müssen die Produkte kennen, die Sie im Depot haben. Wenn Sie das nicht tun oder nicht kennen, dann ist das ist nicht gut. Ja, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Berechtigte Frage von Herrn Braun, der sagt, wieso ist das bei der HSBC alles kostenlos? Wie verdient ihr denn euer Geld? Wir hoffen natürlich, dass Sie auf Grundlage des Services, den wir Ihnen an den Tag legen, mit den Büchern, mit dem Trendkompass, mit meinen Webinaren, die ich Ihnen Donnerstag und Samstag halte für Sie, natürlich unsere Produkte handeln. Ne? Denn in unseren Produkten ist die Marge, ist eine Marge eingepreist, die wir im Übrigen auch offen legen. Ja, zum Beispiel öffnen wir hier so ein Hebelprodukt, Knockout-Produkte. Ja, dann machen wir das mal, das zeige ich Ihnen auch, wo Sie die Emittentenmarge einsehen. Das heißt, Sie sehen dann, was wir am Produkt verdienen. Machen wir da mal Open End Call. So, Basiswert machen wir mal hier. Das geht ganz einfach. Ja? Dann machen wir zum Beispiel den DAX. Zack, anzeigen. Ich hoffe, das klappt. Das ist ja die Beta-Version unserer Internetseite. So, machen wir mal irgendwo so ein Produkt hier. Das, zack, öffnen wir das mal.
Charts. So. Und Sie sehen hier Emittentenmarge 2,5% per annum. Die weisen wir sogar auch aus. Und wir hoffen sehr, dass Sie unsere Produkte, wenn Sie denn unseren Service von uns als Bankhaus als gut empfinden, und wir wurden 6 Jahre in Folge als bester Service-Dienstleister in Deutschland im Rahmen von Derivaten ausgezeichnet. Ja, das muss man auch wissen. Und wir haben das beste Emittenten-Rating in Deutschland, das muss man auch wissen. Und wenn Sie das dann tolerieren und würdigen, würden wir uns darüber freuen, wenn Sie unsere Produkte ins Depot legen und nicht der Konkurrenz. Und dafür tun wir halt alles von der Serversache, ob Sie unsere Produkte handeln oder nicht, das ist natürlich dann Ihnen zu überlassen. Ja. Sogar die Emittentenmarge weisen wir hier oft offen auf. Ja. Ja. Finden Sie auch nicht bei den anderen Emittenten. Okay. Wollen wir noch zwei Fragen mit reinnehmen? Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und im Übrigen, wenn Fragen offen geblieben sind, ich habe jetzt die Kontaktdaten in den Chat reingeschrieben, Zertifikate@sbc.de, das ist ja die E-Mail. Schreiben Sie einfach rein, hallo liebes Zertifikate-Team, hallo lieber Ponomarev, ich habe noch eine Frage zu X oder Y oder schicken Sie mir das Buch zu. Wir haben im Übrigen das Zertifikate und Optionen schon ein Buch als Print, also als Hardcopy. Ich gehöre auch noch zu der alten Schule, die gerne blättern und nicht wischen. Im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Smartphone musst du ja wischen, aber blättern ist eigentlich irgendwie angenehmer. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit der Adresse, schicken wir alles zu, überhaupt kein Problem. Okay, nochmal die E-Mail-Adresse für die, die das vielleicht dann zum späteren Zeitpunkt online sehen und diesen Chat nicht erhalten haben. Das ist zertifikate@hsbc.de. Das ist korrekt, ne? Ja, genau, Zertifikate@sbc.de. Ich habe das gerade aber nochmal reinkopiert. Ich hoffe, das kann man sehen. Julius Rübert hat nochmal eine Frage zu RSI und Momentum. Sind die nur auf Aktien anwendbar oder auch auf andere Asset-Klassen? Auch auf andere Assetklassen, auch auf Indizes, auf Währungen, auf Rohstoffe, denn die Kennzahlen sagen das Gleiche aus bei allen Zeitreihen. So ist es, ja. Gut, dann glaube ich, sind sehr viele Fragen, die wir zumindest in ähnlicher Art schon beantwortet hatten. Eine noch von dem Emre Sevgili. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der fragt nochmal nach anderen Faktoren. Also was ist neben RSI und oder neben dem relativen Stärkeindex und dem Momentum aus deiner Sicht noch essentiell? Also die gleitenden Durchschnitte sollten auf jeden Fall mit berücksichtigt werden, denn die gleitenden Durchschnitte ist das Kernelement von vielen Kennzahlen im Rahmen der technischen Analyse und die geben auch natürlich gute Punkte dazu, gute Indikationen dazu, ob wir eine Trendumkehr haben oder ob der bestehende Trend intakt ist. Gleitenden Durchschnitte ist das also sehr, sehr wichtig im Rahmen der technischen Analyse. Okay, dann sind wir durch, Jewgeni. Ja, Vielen Dank, dass prima. du wieder bei uns warst und uns Sehr, sehr da gerne. informiert hast über den relative Stärke nach Levi und vielen Dank auch an Sie zu Hause, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie sind auch bei dem nächsten Webinar wieder mit dabei. Wie erwähnt, im Nachgang geht nochmal an alle Teilnehmer eine E-Mail raus. Da finden Sie auch nochmal den Link zur Umfrage. Würde mich freuen, wenn Sie da sich ein paar Sekunden Zeit nehmen. Und ja, dann bleibt es noch bei mir, Ihnen allen einen schönen Abend zu wünschen. Danke, Jewgeni. Sehr, sehr gerne. Ich verabschiede mich auch ganz, ganz lieb von Ihnen. Wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, viel Erfolg bei den Handelsaktivitäten. Wenn Ihnen mein Vortrag gefallen hat, melden Sie sich doch einfach für unseren Webinarkalender ein. Dann können Sie mich jeden Donnerstag und an ausgewählten Samstagen hören. Falls wir uns nicht mehr hören oder sehen sollten auf der einen oder anderen Veranstaltung, schöne Weihnachten, guten Rutsch, kann man durchaus sagen. Es ist ja ein bisschen mehr als ein Monat hin und dann ist das ja auch schon um. Und ja. Vielen lieben Dank für alles. Falls Sie Fragen haben, die Kontaktdaten habe ich in den Chat reingestellt. Volker, vielen Dank und bis bald. Evgeny Ponomarev, Referent von der SBC. Tschüss. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.